Welcome, test subject. It's Cave, Prime, from Earth One. I am speaking to you from across time and space. I am literally in the future. Hold on. What? All right, my assistant Greg tells me none of that's true. Got excited. You are the first test subject we have ever sent into a parallel universe, which apparently has nothing to do with time travel. Still exciting. Anyway, you should be seeing a test chamber in front of you. We designed it. Those backwater universe yokels built it, and you're gonna test it. Remember, you gotta let us know if it works or not. Otherwise, you're wasting everybody's time on two Earths. All right, get to it. Und damit hallo und willkommen zur, ja, einer kleinen Folge Portal 2. Und zwar die Community-Kammern. Ich habe immer noch ein kleines Problem mit Ark. Es läuft bei mir komplett aus dem Ruder. Also, ich kann mit Ark momentan nichts machen. Kann ich schon mal was hinwerfen. Keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt. Nein, da wollte ich doch nicht runter. Aber ich könnte mir so eigentlich was hinschmeißen. Ich weiß nicht, wann Ark irgendwann wieder funktionieren wird. Und ich? Okay. Bin auf jeden Fall irgendwo drüben. Und hab mir dann gedacht, hey, was hast du denn noch so alles rumliegen an Spielchen? Und hab dann in Steam das hier gesehen. Dachte mir, hey, ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Wollte ich eh schon länger mal spielen. Die ganzen verschiedenen Testkammern. Portal 2 habe ich schon seit einer Ewigkeit durch. Habe jetzt hier auch eine einfache Map ausgewählt zum Anfang, weil ich keinen Plan habe, wie das Ganze hier jetzt funktioniert und nicht so viel gemacht habe in Portal in der letzten Zeit. Deswegen, hey, schaut doch schön aus. Wir sind irgendwo. Haben wir das jetzt geschafft? Ja! Ah, okay. Ja, deswegen Pit Easy war eigentlich ganz schön. Und, Moment, beenden unsere Downloadliste. Genau, weil ich habe mir nämlich hier ein paar, hier runtergeladen. 12 Angry Tests, gibt jetzt irgendwie nur 7 Stück, die ich gefunden habe. Aber die waren echt gut bewertet. Und dann würde ich sagen, machen wir die doch mal durch. Ich habe keinen Plan, wie Portal 2 bei euch ankommt. Ob das interessant ist, ob ich das vielleicht öfters mal bringen soll. Weil, nee, geht nicht. Deswegen, dann warten wir mal. Tür. Ich habe hier also bei euch noch nichts. Ah, schön gemacht. Obwohl, da drinnen hat man noch Boden und alles gesehen. Oben so aufgerissen. Ah, ich habe auch Portal 1 immer sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Hm. Was warst du? Und ich habe mich bei Portal 2 immer gefragt, so beim Abspann hat man ja immer diese extrem verschiedenen von euch gesehen. Ja, ja, defekter Turm. Ach, defekter Turm. Ja, defekter Turm. Nö, 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 nö. Doch, doch. Ich finde es schön, dieser Humor in Portal 2. Oder generell in Portal. Und wir haben jetzt unsere Portal Gun. Das ist doch schön. War das jetzt hier die erste Testkammer? Okay. Und das heißt, ich muss hier jetzt die ganzen durchschmeißen. Nein, nicht im Workshop anzeigen. Ja, ich weiß, dass das hier irgendwie nicht funktioniert. Obwohl ich irgendwie keine Einstellungsmöglichkeit dafür finde. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt da rein und spiele jetzt hier irgendeine Testkammer. Aber jetzt habe ich was. Ich habe meinen kleinen Portal Gun Dingsbums und kann jetzt hier irgendwo rein. Okay. Sind noch einfacher, gell? Okay, da ist auf jeden Fall was. Und da könnte ich irgendwas machen, aber das bringt mir noch nichts, weil ich hier überall durch muss. Du hast einen Laser, dich müsste ich hier rüberbringen. Ah, okay, du hast auch einen Laser. Wenn ich dich jetzt also hierher schlepp, bringt mir das ziemlich wenig. Okay. Ich sehe schon. Weiß nicht, ich habe vor ein paar Tagen mal was gesehen gehabt. Du
Ja, du wirst zerstört, wenn du da durchkommst. Okay. Na, das war auch von Portal. Ein paar Videos und ich weiß nicht, wenn man zusieht bei Portal hier bei irgendwelchen, dann denkt man sich, oh mein Gott, ist das einfach und was zur Hölle machst du da? Und es ist doch ganz offensichtlich. Wenn man dann wirklich versucht aufzunehmen, dazu noch irgendwas Nützliches zu sprechen, was nicht nur Banane ist, dann ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Ich habe mir auch gedacht, was läufst du, das ist doch sowas von klar, was du machen musst. Aber, nee. So. Der geht's hier auch ein bisschen auf den Schlauch. Ich muss den hier irgendwie da rausbekommen. Und ich krieg dich so auf. Das heißt, ich könnte hier eigentlich einen hinschmeißen. Und könnte dann von hier aus den hier zum Beispiel mitnehmen. Dich müsste ich dann... Moment, damit ich mich nicht selber hau. Müsstest du eigentlich da oben rein. Willst du noch nicht? Hm, vielleicht, wenn ich da den anderen noch drauf schmeiß. Oh nein! War das doch nicht gedacht. Okay. Neu. So, ich brauche also dich hier drauf, damit ich hier hinten einen schießen kann und dann da einen schießen kann. Dann müsste ich hier noch einen hinschießen und dann könnte ich hier raus. Okay. Aber dich auch. Irgendwie müsstest du jetzt nach oben kommen. Heißt es, wenn ich hier einen draufschmeiß? Nee, dann müsstest du... Kann ich... Ah, okay, ich kann hier einen hoch. Das muss ich mal ausprobieren. Wenn ich dich hier jetzt nehme und da reindrück, müsste ich dich hier nehmen können und da oben hin drücken. Bleibst du dann... Nee, du bleibst nicht aktiv. Und inwieweit machst du hier die Biegung mit, damit ich dich... Okay, ne. So würde das nicht klappen. Also am Anfang war mein Ding, was ich mir gedacht habe, schon gut, aber noch nicht so ganz. Wenn ich dich hier oben drauf stelle, kann ich... Ah, ja. Und dann bin ich hin. Das ist ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Moment. Wenn ich mich aber so hinstelle... Ah, okay. So. Jetzt ist offen. Nee, wegen einem Millimeter nicht. Wegen einem Millimeter. Oh, Mann. Es ist gemein. So. Hat doch vorhin auch funktioniert. So. Ich werde das heute noch schaffen. So, Portale löschen. Du da rein, du da rein. Und jetzt ist offen. Danke. Okay, da könnte ich auch was machen. Brauche ich denn da irgendwas? Oder geht's hier raus? Oh! An der Tür. Würdest du dich jetzt bitte kurz wieder öffnen? Kann ich da oben? Ah, da geht's rein. Ah, ist aber echt cool gemacht, muss ich sagen, die Map hier. So, ist jetzt hier irgendwo der Ausgang oder geht's hier weiter? Da ist auf jeden Fall ein kleiner Raum. Brotzeitraum. Testraum. Ist immer wieder schön, wie weiß die Hilfe, da geht's nicht lang. Wie weiß die am Anfang ausschauen. Also von der Vorderseite und von hinten dann so richtig vergilbt und alles. Aber dann muss ich sagen, da hat mir irgendwie Portal 1 ein bisschen besser gefallen. Dieses extrem cleane und weiße, das man da gehabt hat. Okay, da geht's weiter. Das hat man jetzt hier nicht mehr. Das finde ich eben schade, da war ein Loch im Boden. Ja, habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Hier Portal 2 ist halt zerstört und so. Ist ja auch geil.
Und passt auch echt gut zur Story. Nur irgendwie finde ich es teilweise ein bisschen schade. So, wenn ich dich hier jetzt da reinziehe. Okay, bin nicht explodiert. Aha, du musst also beide aufmachen wahrscheinlich, damit du, damit hier alles funktioniert. So ist das eben nicht offen. Du werdest offen, aber wohin gehst du? Du gehst hier oben rauf, okay. Muss ich wahrscheinlich da oben ein Portal hinsetzen. Bringt mir das irgendwas, hier oben zu sein? Ja, kann ich hier hinten hin. Aber dann muss ich hier wieder auf die andere Seite. Moment. Da kann ich nicht durchschießen. Das ist gemein. So. Du musst also hier mitgenommen werden. Das ist teilweise echt interessant, was man hier machen muss. So, dich brauche ich. Nein, falsche Seite, falsche Seite, falsche Seite. So, und jetzt muss ich hier irgendwie... Das war auch falsch. Ich brauche einen Laser, der hier hingeht. Okay, müsste sich machen lassen. Okay, ist jetzt hier irgendwas offen? Komme ich da noch mit durch? Ja, ich komme da noch mit durch. Ohne komplett gegrillt zu werden. Jetzt müsste ich den hier mitnehmen von da drüben. Ich bin auch so doof. Bin auch so doof. Ich hatte es und zerstöre mir alles. So müsste das jetzt passen. Jetzt habe ich den Block hier. Und jetzt ist offen. Danke. Das war so richtig blöd von mir. So, jetzt haben wir die Testkammer abgeschlossen. So, sind ja noch einige. Aber ich werde auf keinen Fall alle jetzt in der Folge machen. Ich weiß auch nicht, wenn ich hier meinen ganzen Blödsinn rauscut. Ja, aber gut. Was dann alles noch an Video übrig bleibt, an Länge. Ich habe mir hier auf jeden Fall einige runtergeladen. Test, also Part 3. So, blöd, dass man die hier nicht irgendwie ordnen kann. Ja, und wir sind in der Nummer 3 und es passiert irgendwas um uns rum. Ah, jetzt sehen wir was. Oh, ist es mit Gel und alles? Komm, gib mir Gel. Sieht auf jeden Fall schwarz. Ah. Bilder. Okay. Und ich habe wieder nichts zum Schießen. Aber ich bin in. Ich habe nicht gesehen, dass man da stirbt, wenn man runterfällt. So. Mann, es ist dunkel. Haben wir hier keine Taschenlampe? Nö, keine Taschenlampe. Ich könnte sie in der Aufnahme ein bisschen heller machen, aber ich sehe genauso wenig. Ich könnte ja dann auch einfach auf die Aufnahme gucken. Ja, du bist Bouncy Gel. Genau! Irgendwie konnte man nicht abbrechen, dass man nicht mehr auf dir bounced, aber ich weiß nicht mehr wie. So, jetzt bin ich hier. Ah, da warst du gelegen. Hat dir der kleine Vogel mitgeschleppt? So, da kann ich auf jeden Fall irgendwas hinwerfen und ich muss... Wo muss ich denn? Ja, ich weiß das mal. Nein! Ich bin auch so blöd. Ich habe hingezoomt und gedacht, dass da kein Loch war. Ich habe nichts gesehen. Ach gut, du startest hier. Da hinten hin. Ja. Ein was Gutes hatte es, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Hilfe, wenn man da springt, wird man echt weit gedrückt. So. Okay, okay. Ich kann hier auf jeden Fall schnell werden. Die Frage ist, will ich da überhaupt schnell werden? Ich könnte auch hier durch... Moment, wenn ich
dahin so eins mache, kann ich mich dann darüber schleudern? Juhu! Schaut, nein! Wie soll ich denn da durchkommen? Also ich meine, ich kann hier so durch, aber ich habe gedacht, ich muss hier irgendwie durchdrücken, mich selber. Ich könnte mich da vielleicht hochwerfen. Moment. Und mit Anlauf! Und ich bin gleich wahrscheinlich tot. Nein, ich hab... Ich sag's doch. Also, es war klar, aber... Ich habe eigentlich gedacht, ich überlebe ein bisschen länger. Vielleicht muss ich auch irgendwie nach da oben und schauen, dass ich da irgendwie was durchschießen kann. So, da und da. Moment, habe ich getroffen? Nein, weil da das Ding im Weg ist. So. Und dann durchschleudern. So. Jetzt ist die Frage. Muss ich da jetzt wirklich komplett raus? Wir schauen nochmal, was passiert, wenn wir hier uns nach oben schleudern. Wenn wir uns nach oben schleudern, nicht wenn wir an der Wand kleben bleiben. So. Kann ich hier irgendwas... Okay, ich kann hier auf jeden Fall durchschmeißen. Ah! Oh, blöd. So. Jetzt ist da frei und dann können wir uns da oben durchdrücken. So. Falsche Seite, falsche Seite. Aber ich kann hier so machen. Ich hätte ja eigentlich so machen können. Wenn ich jetzt irgendwie wieder da drüben rauskomme. Also, dann brauche ich ein bisschen Geschwindigkeit. Ja. Das war so ein bisschen unnütz. So, das ist ja noch ziemlich einfach. Dann brauche ich da drüben eins. Und dann muss ich schauen, dass ich nicht in irgendeine Richtung lenke, sondern mich einfach nur umdrehe und das Ding drauf platziere. Und zwar das Richtige. Oh Mann. Können mich so richtig schön über mich selber aufregen. So. Also, ich muss hier Rechtsklick drauf machen. So. Ja, jetzt bin ich durch. Ich weiß nicht, wie viele mich jetzt in der Zwischenzeit angeschrien haben. So. Was kann man denn hier machen? Okay, du bist dieses Gel. Dich kann ich auf jeden Fall irgendwo hinwerfen. Da oben bist du. Die Frage ist, wo soll ich hin? Soll ich dich dahin mal werfen? Kann ich auch auf die andere Seite werfen? Da ist ja alles voll. Kann ich mich dann richtig schnell machen? Ah, okay. Ich wollte eigentlich schauen, ob ich mich hier richtig durchbouncen kann. Aber ich habe anscheinend das Richtige gemacht. Da geht's auch durch. Moment, bringt mir da irgendwas, wenn ich da... Okay, ich könnte auf jeden Fall so rotes Zeug hinschmeißen. Frage ist, will ich das? Also, probieren wir es einfach mal aus, aber... Juhu! Dann durchschie... Okay. Ah, da werde ich wahrscheinlich sonst zerquetscht. Oh. Okay, ich soll auf jeden Fall hier entlang. Die Frage ist nur... Ah, da muss ich wahrscheinlich jetzt so blaues Zeug hinschmeißen. Die Frage ist, wirst du hier blau? Schmeißt du noch irgendwas durch? Kann ich hier unten irgendwas dranlegen? Nee. Hier geht nichts. Muss ich irgendwie schauen, dass ich da durchkomme. Könnte hier oben noch hoch. Ja, da muss ich auch hoch. Wie machen wir das? Können natürlich auch einfach da hineinrücken. So. Ich verstehe. Also ich glaube, aber ob das jetzt komplett richtig ist, was ich versuche zu machen, ist die andere Sache. Ich bin durch. Ich hab's irgendwie geschafft. Bitte fragt mich nicht wie, aber irgendwie habe ich's geschafft.
So, bist du das Ende? Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mal, ob ihr mehr davon sehen wollt, wie euch es gefallen hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.